Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich muss mich ganz kurz sortieren, aber das haben wir gleich geschafft. So, erlauben Sie mir, meinen Vortrag mit drei kleinen persönlichen Vorbemerkungen zu beginnen. Das geht sehr schnell. Die erste dient dem Zweck, mich vor etwaigen Plagiatsvorwürfen zu schützen. Drei oder vier der Folien, mit denen ich meinen Vortrag unterstütze, habe ich geklaut. Und zwar von Studentinnen, die im Rahmen meines letztjährigen Hauptseminars entsprechende Vorträge gehalten haben. Und die haben so schöne Folien gebastelt und dann habe ich denen gleich gesagt, die stehle ich für nächstes Semester für die Ringvorlesung. Also bitte plagiieren möchte ich nicht. Das Zweite ist, ich habe ein kleines privates Zeitproblem. Das heißt, ich muss wirklich heute ganz pünktlich um 7:45 den Saal einfach verlassen. Bitte deuten Sie das nicht als Unhöflichkeit. Es geht nicht anders, ich muss dann ganz schnell weg. Aber bis dahin stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Die letzte Vorbemerkung bezieht sich jetzt schon auf die Inhalte dieser Vorlesung von heute. Ich bin Politikwissenschaftler und das heißt, ich muss mich fundierte Urteile über naturwissenschaftlich-technische Aspekte naturgemäß enthalten. Aber ich glaube, da hat Herr Hundhausen auch schon gute Vorarbeit geleistet, so wie ich ihn kenne. Da habe ich also kein schlechtes Gewissen. Aber bitte erwarten Sie von mir nicht, dass ich mich über den Realitätsgehalt von Szenarien äußere, die ingenieurwissenschaftlich provenient sind. Mir geht es um die Logik politischer Entscheidungsprozesse und ihrer inhaltlichen Konsequenzen samt eben ihrer Beurteilung am Maßstab der Nachhaltigkeit. Was habe ich mit Ihnen vor? Ich gliedere meinen Vortrag in vier Teile, befasse mich zum Einstieg relativ kurz mit den Vorgängen um den Atomausstieg, sozusagen den ersten Atomausstieg dann auch. In Teil 2 gehe ich dann auf den Problemhaushalt ein, der sich um die sogenannte Energiewende eben aufgebaut hat. Anschließend suche ich nach einer Antwort auf die Frage, ob wir es dabei eben wirklich mit nachhaltiger Politik zu tun haben. Meine Antwort, das sage ich Ihnen gleich, wird relativ skeptisch ausfallen, weshalb ich im abschließenden Teil 4 nach den Gründen für die ausgemachten Defizite fragen werde. Wenn wir die gegenwärtige Diskussion um die deutsche Energiepolitik verstehen möchten, dann müssen wir einen kurzen Rückblick wagen. Bei unserem Thema geht es vorrangig, und darauf werde ich mich auch konzentrieren, um die Produktion und den Verbrauch von elektrischem Strom. Im Jahr der deutschen Einheit, 1990 also, wurden landesweit etwa 57% des Stroms durch den Einsatz von Braun- und Steinkohle erzeugt. Auf die Kernkraft entfielen damals 28% und auf die erneuerbaren Energien gerade einmal 3,6%. Sie wissen, im Jahre 1998 wurde die seit 16 Jahren amtierende bürgerliche Regierungskoalition aus CDU, CSU und FDP abgelöst durch ein Bündnis aus SPD und Bündnis 90 Die Grünen. Am Energiemix hatte sich bis dahin noch wenig geändert. Der Anteil der Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um bis zu 40% gegenüber dem Ausgangsjahr 1990 reduziert werden soll. Deshalb stand von vornherein fest, dass der mit dem Atomausstieg verbundene Produktionsausfall klimaneutral kompensiert werden sollte. Möglich erschien dies nur durch eine deutliche Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien, also von Wind- und Wasserkraft, dem Einsatz von Biomasse und der Photovoltaik. Um dieses zu erreichen, beschloss man in Fortschreibung des immerhin bereits seit 1990 in Kraft getretenen Stromeinspeisungsgesetzes das Erneuerbare Energiengesetz. Dieses Gesetz, abgekürzt EEG, ist noch heute in Kraft. Es sieht im Grundsatz vor, dass die Stromproduktion mittels erneuerbarer Energien, auch Ökostrom genannt umgangssprachlich, subventioniert, also mit einem ökonomischen Anreiz verbunden wird. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, den Strom aus den erneuerbaren Energien in ihre Netze einzuspeisen und ihn zu staatlich festgesetzten Preisen zu vergüten. Diese Vergütung fällt deutlich höher aus als diejenige für konventionell erzeugten Strom. Sie wurde für eine Laufzeit der Anlagen von 20 Jahren jeweils garantiert, um Investitionssicherheit zu schaffen. Finanziert wurden und werden diese Subventionen nicht aus dem Staatshaushalt, sondern durch eine finanzielle Umlage,
die auf die Stromrechnungen fast aller Kunden aufgeschlagen wird. Auf dieses fast komme ich noch zurück, denn dieser Mechanismus sorgt heute für große Probleme und intensive politische Auseinandersetzungen. Zunächst aber noch kurz zurück zur Chronologie der Ereignisse. Im Jahr 2005, wissen wir, schied die rot-grüne Bundesregierung aus dem Amt. An ihre Stelle trat eine große Koalition aus den Unionsparteien und den Sozialdemokraten. In Bezug auf die Kernkraftwerke bestand zwischen den Koalitionspartnern naturgemäß keine Einigkeit. Die SPD wollte am Atomausstieg, den sie ja selbst mit durchgesetzt hatte, festhalten, während die Unionsparteien den Atomausstieg gern rückgängig gemacht hätten. Angesichts dieser unüberbrückbaren Differenzen wurde die Frage nach der Zukunft der Kernkraft im Koalitionsvertrag nicht thematisiert. Das Atomgesetz wurde nicht geändert, der Atomausstieg blieb beschlossene Sache. Das Gesetz zur Förderung der erneuerbaren Energien wurde nur in Details, nicht aber im Grundsatz geändert. Im Jahr 2009 kam es nach den Parlamentswahlen erneut zu einem Regierungswechsel. Seitdem amtiert wieder eine bürgerliche Koalition, wie schon in den 16 Jahren vor 1998. Die neue Bundesregierung hielt am Ziel ihrer Vorgängerinnen fest, den Ausbau der erneuerbaren Energien weiter voranzutreiben. Mittlerweile war der Anteil des Ökostroms am Strommix schon auf knapp 16% gestiegen und er sollte nach dem Willen der Regierung noch weiter steigen. Erneuerbare Energien werden anders als der Atomstrom bekanntlich dezentral über das ganze Land verstreut erzeugt. Deshalb argumentierte die schwarz-gelbe Regierung, dass man mehr Zeit benötige, um den weiteren Ausbau der Stromleitungen, der sogenannten Netzinfrastruktur, zu bewerkstelligen. In diesem Zusammenhang wurde die Kernenergie als Brückentechnologie auf dem Weg in das endgültige Zeitalter der erneuerbaren Energien interpretiert. Man behauptete, sie für längere Zeit zu benötigen, als der Atomausstieg von 2001 gewährte. Deshalb wurde durch eine erneute Änderung des Atomgesetzes, die im Dezember 2010 in Kraft trat, der 9 Jahre vorher beschlossene Atomausstieg wieder rückgängig gemacht. Hier haben Sie einen Auszug aus dem Koalitionsvertrag, der diesen Mechanismus beschreibt. Die Restlaufzeit der 17 noch in Betrieb befindlichen deutschen Kernkraftwerke wurde damit um durchschnittlich 12 Jahre verlängert. Das Gesetz wurde vom Bundestag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU, CSU und FDP gegen den Widerstand der Opposition verabschiedet. Nur 3 Monate später, am 11. März 2011, bewirkte die Reaktorkatastrophe von Fukushima, Japan, jedoch eine erneute Kehrtwende. Die Bundeskanzlerin attestierte diesem Vorfall ein, so wörtlich, apokalyptisches Ausmaß. Die Bundesregierung beschloss deshalb ein 3-monatiges Moratorium, also eine vorübergehende Betriebsstilllegung für insgesamt 8 der ältesten Kernkraftwerke. In diesem Zeitraum sollten alle mit der Zukunft der Kernkraft in Deutschland verbundenen Fragen geprüft und einer Lösung zugeführt werden. Der Vorschlag dazu wurde von einer, so hieß die, Ethikkommission Sichere Energieversorgung unter Vorsitz des damaligen ehemaligen Bundesumweltministers Klaus Töpfer unterbreitet. Die Lösung bestand in einer erneuten Änderung des Atomgesetzes. Sie wurde vom Bundestag im Juni 2011 mit großer Mehrheit, also auch mit den Stimmen der Oppositionsparteien, beschlossen. Das Gesetz sieht nun vor, dass die im Zuge des Moratoriums nach dem japanischen Reaktorunfall abgeschalteten Kernkraftwerke dauerhaft vom Netz bleiben. Von den restlichen neuen Kernkraftwerken soll jeweils eines in den Jahren 2015, 2017 und 2019 vom Netz gehen. Je 3 weitere werden dann in den Jahren 2021 und 2022 abgeschaltet. Sie kriegen jetzt von mir einen Hustenbonbon, dann geht es Ihnen besser. Bitte sehr. Atomausstieg, Wiedereinstieg und erneuter Ausstieg wurden in einem Zeitraum von nur 10 Jahren beschlossen. Gleich an welches Politikfeld man denkt, derartig radikale Politikwechsel
sind in der Bundesrepublik Deutschland völlig beispiellos. Für die politikwissenschaftlich Interessierten unter Ihnen, dass solche Politikwechsel immerhin doch möglich sind, sollte denjenigen zu denken geben, die nur in den Kategorien des, wie wir es nennen, historischen Institutionalismus denken und den Begriff der Pfadabhängigkeit überstrapazieren. Das nur am Rande. Meine Wissenschaft, die Politikwissenschaft, hält verschiedene Heuristiken bereit, die uns helfen sollen, die Entwicklung auf verschiedenen Politikfeldern zu verstehen. Folgt man beispielsweise Rational Choice Modellen, welche die politischen Entscheidungsträger in Demokratien als rational kalkulierende Stimmenmaximierer konzipieren, würde man die Entscheidung für den neuerlichen Atomausstieg also letztlich als demoskopiegetrieben interpretieren. Also unterstellen, dass er erfolgte, weil man meinte, durch ein Weiter-so einen Großteil der Wählerschaft zu verprellen. Ein konkurrierender Erklärungsansatz, der sogenannte Advocacy Coalition Approach, geht davon aus, dass sich in den verschiedenen Politikfeldern langfristig agierende Interessenkoalitionen bilden, welche durch bestimmte Grundüberzeugungen, man spricht dann von Deep Core Beliefs, zusammengehalten werden. Diese Grundüberzeugungen seien, so die Annahme, nur schwer änderbar. Nur wirklich kritische Ereignisse, beispielsweise eben Katastrophen wie die von Fukushima, könnten sie ins Wanken bringen. Geschehe dies, sei auch grundlegender Politikwandel möglich. Letztlich kann nicht, denke ich, endgültig entschieden werden, welchen Motiven sich der nun als unwiderruflich deklarierte Abschied von der Kernkraft verdankt. Hat sich die Grundüberzeugung derjenigen Akteure, die die Sicherheitsstandards der deutschen Kernkraftwerke doch immer für vorbildlich hielten, nach Fukushima wirklich grundlegend geändert? Wurde der Atomausstieg also tatsächlich zur Gewissensfrage? Oder war der Beschluss vor allem der Versuch, angesichts des nach Fukushima deutlich atomkritischen öffentlichen Meinungsbildes potenzielle Wähler nicht zu verprellen? Wir wissen es nicht wirklich, dürfen aber wohl davon ausgehen, dass beides eine Rolle gespielt hat. Ich komme zum zweiten Teil meines Vortrags. Können wir das am Schluss machen? Ja, das wäre mir eigentlich lieber. Ja, wenn Sie einfach merken, was Sie mich fragen wollten, dann kriegen wir das bestimmt hin. Komme ich also zum zweiten Teil. Der endgültige Ausstieg aus der Kernkraft bedingt ein außerordentlich ehrgeiziges Programm zur Förderung der erneuerbaren Energien. Ihr Anteil an der Stromerzeugung betrug für das Jahr 2011 schon etwas über 20%. Bis 2020 soll er auf mindestens 35% steigen, bis 2030 sogar auf 50%. Zugleich soll der Stromverbrauch durch gestiegene Energieeffizienz bis 2020 um 20% sinken. Das gesamte Szenario wird eben unter dem Stichwort der Energiewende diskutiert. Hier haben Sie, das ist eine Tabelle, die das BMU so aufbereitet hat, und hier sehen Sie die Zielwerte, die von der Bundesregierung so definiert wurden. Und hier unten haben Sie den Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch, der bis 2020 eben auf 35% steigen sollte, bis 2030 auf 50% und so weiter. Die Energiewende als Konsequenz aus dem Atomausstieg nach Fukushima stellt die Politik vor ungeahnte Herausforderungen, die noch lange nicht bewältigt sind. Damit wollen wir uns jetzt beschäftigen, um die anschließend eben die Leitfrage meines Vortrages zu beantworten. Handelt es sich wirklich um einen Politikansatz, der das Etikett Nachhaltigkeit verdient? Ich benenne nun mehrere, insgesamt 7 Problemstellen der sogenannten Energiewende, ohne dass ich damit den Anspruch auf Vollständigkeit erheben werde. Ich werde das ganze Programm schon aus zeitökonomischen Gründen mehr oder weniger stichpunktartig tun und ich glaube auch, mir das erlauben zu können, denn die Problematiken sind zumindest den aufmerksamen Zeitungslesern unter Ihnen zumindest im Grundsatz schon bekannt. Erstens. Die Bundesregierung hatte versprochen, dass die Energiewende kostenneutral vollzogen werden könnte. Das heißt, dass die Verbraucher den Atomausstieg nicht mit höheren Strompreisen bezahlen müssten.
Nun aber zeigt sich, dass die gesetzlich festgelegte Förderung der erneuerbaren Energien Opfer des eigenen Erfolges zu werden droht. Opfer des eigenen Erfolges. Warum das? Das Erneuerbare Energiengesetz sieht vor, dass die Netzbetreiber den Produzenten erneuerbarer Energien diese für einen langfristig garantierten Preis abnehmen müssen. 20 Jahre. Die Differenz zwischen dem an der Strombörse jeweils notierten Preis und demjenigen, der für den Strom aus erneuerbaren Energien bezahlt werden muss, zahlen die Verbraucher in Form einer sogenannten EEG- oder Ökostromumlage. Und dieser Mechanismus erweist sich leider mittlerweile als fatal. Je mehr Strom angeboten wird, so funktionieren Märkte nun einmal, desto niedriger fällt sein Preis aus. Noch einmal, sinkt die Nachfrage oder steigt das Angebot? Und vor allem Letzteres ist wegen der zunehmenden Einspeisung von Ökostrom immer öfter der Fall, sinken die Preise. Die Preisgarantien, das wissen wir, für den Ökostrom erwiesen sich als so attraktiv, dass der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromproduktion allein im ersten Halbjahr 2012 noch einmal um weitere 5% auf damals insgesamt 22% zunahm und derzeit liegt er bereits bei ca. 25%. Das sieht man hier, die Anteile, das ist fortgeschrieben bis 2012, hier waren es damals 21,9%, also knapp 22% Anteil der erneuerbaren Energien an der Bruttostromerzeugung. So, in der Konsequenz bedeutet das alles, dass die Differenz zwischen den Börsenpreisen und der Preisgarantie für den Ökostrom immer größer wurde und wird. Und das ist einigermaßen paradox, ja absurd. Je mehr die erhöhte Ökostromproduktion die Börsenpreise drückt, desto teurer wird der Strom für den Endverbraucher. Deshalb reichte die von den Stromkunden erhobene Umlage nicht mehr aus, um die den Produzenten erneuerbarer Energien garantierten Preise bezahlen zu können. Die Bundesregierung musste die Förderumlage mit Beginn des Jahres 2013, also des aktuellen Jahres, um fast die Hälfte erhöhen. Strompreiserhöhungen von durchschnittlich 13% waren die Folge. Das sieht man hier, die Entwicklung der Strompreise. Ui, bleibst du hier? Bleib da. Dass die zwischen Privathaushalten und Industrie differieren, da komme ich noch später drauf. Hier sehen Sie einfach nur den Anstieg der Strompreise. Nach Berechnungen der Stromnetzbetreiber wird die EEG-Umlage bis zum Ende dieses Jahres nochmals wahrscheinlich um etwa 10% steigen. Das kann die Bundesregierung der Bevölkerung nur noch schwer vermitteln. Bundesminister Altmaier ist allerdings mit seiner Idee, eine Strompreisbremse zu etablieren, mittlerweile gescheitert. Vor der Bundestagswahl im Herbst wird sich diesbezüglich nichts mehr bewegen, nachdem das Bundeskanzleramt im April eine Gesprächsrunde mit den Landesregierungen, auf deren Zustimmung man im Bundesrat gewesen wäre, abgesagt hat. Die Strompreisbremse hätte unter anderem vorgesehen, die EEG-Umlage für dieses und das nächste Jahr einzufrieren, den Zahlungsbeginn für Neuanlagen zeitlich um einige Monate hinauszuschieben und die Ausnahmeregelungen für die energieintensive Politik zu reduzieren. Damit sind wir beim nächsten Problempunkt. Zweitens, um die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie nicht zu gefährden, wurden Unternehmen des produzierenden Gewerbes, die besonders viel Strom verbrauchen, seit jeher mit vergünstigten Ökostromumlagen bedacht oder ganz davon befreit. Je mehr Abnehmer, das ist logisch, von den Rabatten profitieren, desto größer ist die Belastung der übrigen Stromkunden. Dieser Sachverhalt ist, denke ich, einfach zu verstehen und er ist seit langem bekannt. Trotzdem hat sich die Regierungsmehrheit dem Druck verschiedener Interessenverbände gebeugt und den Kreis der Unternehmen, die von der Ökostromumlage befreit sind, im Jahr 2012 noch einmal erweitert. Dazu habe ich aktuelle Zahlen gefunden. Wurden im Jahr 2012 insgesamt 979 Standorte von der Umlage befreit, sind es heute bereits 2245. Die Begünstigungen
summierten sich im Jahre 2012 schon auf insgesamt etwa 2,5 Milliarden Euro und sie werden im Jahr 2013 voraussichtlich auf etwa 4 Milliarden Euro steigen. Dies stößt nicht nur bei den privaten Stromkunden auf Kritik, sondern auch, und zwar sehr massiv, bei den Vertretern derjenigen Wirtschaftszweige, die nicht von der Umlage befreit wurden. Die schwarz-gelbe Koalition hatte große energieintensive Industriebetriebe noch mit einer weiteren Wohltat bedacht, indem sie ihnen erlaubte, sich auf Antrag von den sogenannten Netzentgelten befreien zu lassen. Das sind die Kosten, mit denen die Stromkunden am Ausbau und Unterhalt der Stromleitungen beteiligt werden. Sie machen gut 20% des Strompreises aus. Die knapp 650 Millionen Euro, die der Industrie hier jährlich erlassen werden, müssen ebenfalls von den übrigen Stromkunden aufgebracht werden. Die Bundesregierung steht hier allerdings seit März dieses Jahres, also erst seit einigen Wochen, vor einem Problem. Die Europäische Kommission hat nämlich ein Verfahren gegen die entsprechenden Regelungen eröffnet, weil sie hier Wettbewerbsverzerrungen vermutet. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat sie gar für nichtig erklärt, weil es die gesetzliche Grundlage anzweifelt. Revision wurde allerdings zugelassen. Beide Verfahren sind noch nicht abgeschlossen, aber die Probleme sind absehbar. Drittens, die politisch durchaus gewollte, deutliche und zügige Anteil der erneuerbaren Energien hat noch weitere kontraproduktive Effekte, die von der Politik so nicht vorausgesehen worden waren. Wenn mehr Strom zur Verfügung steht, als aktuell benötigt wird, genießt die Einspeisung des Ökostroms in die Stromnetze Vorrang vor konventionell erzeugtem Strom. Diese Regelung ist durchaus konsequent. Schließlich soll ja der Anteil des Ökostroms immer weiter ausgebaut werden. Hat man einen Stromüberschuss, dann liegt es nahe, ihn zu speichern, ihn aufzuheben. Diesbezüglich bleibt allerdings noch viel zu tun. Im Moment jedenfalls und wohl auch auf absehbare Zeit verhält es sich noch so, dass der von konventionellen Kraftwerken produzierte Strom zumindest an den Tagen, die für die Produktion von Ökostrom günstig sind, oft gar nicht mehr benötigt wird. Aber, das wissen wir alle, nicht an allen Tagen weht der Wind so kräftig, dass die Windräder genügend Strom liefern können und nicht immer scheint die Sonne, die für die Photovoltaik nun einmal unentbehrlich ist. Deshalb kann man auf absehbare Zeit eben nicht darauf verzichten, konventionelle Kraftwerke am Netz zu halten, damit sie bei Bedarf für Ausgleich sorgen können. Die Politik steht damit vor der Aufgabe, die Betreiber konventioneller Kraftwerke eben dazu zu bewegen. Aus rechtlichen Gründen ist das schwierig. Wenn diese Kraftwerke trotzdem betriebsbereit gehalten werden, bedeutet dies natürlich ein Zuschussgeschäft für die Betreiber. Sie drohen deshalb, diejenigen Kraftwerke, deren Betrieb keinen oder zu wenig Gewinn mehr einbringt, dauerhaft vom Netz zu nehmen. Durch die Verabschiedung einer Neufassung des Energiewirtschaftsgesetzes hat der Gesetzgeber versucht, dem vorzubeugen, indem er die Bundesnetzagentur ermächtigt hat, die Stilllegung sogenannter systemrelevanter Kraftwerke gegen Kostenerstattung vorübergehend zu verhindern. Mittel- bis langfristig ist die Schaffung einer sogenannten strategischen Reserve, diskutiert auch unter dem Titel Kapazitätsmarkt im Gespräch. Dabei geht es darum, dass die Energieversorger eine Vergütung dafür erhalten, dass sie konventionelle Kraftwerke für den Bedarfsfall betriebsbereit halten. Viertens. Wir sollten und wir dürfen nicht vergessen, dass eines der Primärziele der Energiewende schließlich im Klimaschutz, sprich in der Reduzierung der Treibhausgasemissionen besteht. Deshalb ist es natürlich von Belang, welcher Art die im Bedarfsfall eingesetzte Reserve ist. Um diese Frage zu diskutieren, sollte man den sogenannten Merit-Order-Effekt kennen. Er beschreibt die Entstehung des Strompreises. Der Mechanismus ist denkbar einfach. Zur Deckung der jeweiligen Nachfrage kommen immer erst diejenigen Stromproduzenten zum Zug,
die am billigsten produzieren. Unter Klimaschutzgesichtspunkten bedeutet das nichts anderes, als dass es darum gehen müsste, den Weiterbetrieb klimaschädlicher, aber preislich günstig produzierender Braun- und Steinkohlekraftwerke ökonomisch unattraktiv zu machen und auf diese Weise Investitionen in klimaschonendere Produktionsweisen, insbesondere in flexibel einsetzbare Gaskraftwerke, zu fördern. Eben die Förderung klimafreundlicher Produktionsweisen war das Motiv für die Einführung des europaweiten Handels mit Emissionszertifikaten, der im Jahr 2003 beschlossen wurde und der seit 2005 umgesetzt wird. Der Mechanismus dürfte bekannt sein. Unternehmen ab einer bestimmten Größe, vor allem also Energieversorger und Industriebetriebe, sind verpflichtet, für jede Tonne Kohlendioxid, das sie bei der Produktion ausstoßen, ein Zertifikat vorzulegen. Wer klimafreundlich produziert, so die Idee, müsste Erlaubnisscheine übrig haben und könnte diese dann am Markt verkaufen. Wer mehr emittiert, als er Zertifikate besitzt, müsste dazu kaufen. Auf diese Art und Weise sollten Emissionen einen Preis bekommen und Unternehmer dazu motiviert werden, alte Anlagen durch moderne, klimafreundlichere zu ersetzen. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn die Gesamtmenge der handelbaren Zertifikate so knapp gehandelt wird, dass das Verhältnis von Angebot und Nachfrage die Preise derart beeinflusst, dass ein ökonomischer Modernisierungsanreiz entsteht. Wir sprechen hier vom sogenannten Cap and Trade. Eben dies, der Cap, die Begrenzung, die angemessene Begrenzung der Zertifikate, der zugelassenen Emissionen, ist leider ausgeblieben. Eine zu großzügige und überwiegend dazu auch noch kostenlose Zuteilung der Emissionszertifikate, allzu großzügige Verrechnungsmöglichkeiten mit Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern, man sollte vielleicht dazu sagen, mit sogenannten Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern, Stichworte Clean Development Management, CDM und Joint Implementation. Und der wirtschaftliche Einbruch in Südeuropa haben dafür gesorgt, dass ein drastisches Überangebot an Erlaubnisscheinen auf dem Markt ist. Der Preis, der zwischenzeitlich einmal bei 30 Euro pro Tonne Kohlendioxid lag, brach dramatisch auf unter 5 Euro ein. Eine investitionswirksame Steuerungswirkung ist damit nicht einmal mehr ansatzweise verbunden. Die Europäische Kommission wollte das Handelssystem durch ein sogenanntes Backloading retten. Entschuldigung für das Neudeutsch, aber das sind die Fachtermini. Das heißt, sie wollte 900 Millionen Handelszertifikate zumindest vorübergehend vom Markt nehmen und so die Preise wieder nach oben treiben. Dieser Plan ist gescheitert. Er ist gescheitert, nachdem das Europäische Parlament mit knapper Mehrheit die Kommissionsvorlage abgelehnt hat. Dazu haben auch beigetragen die Stimmen der deutschen FDP-Abgeordneten aller und die der großen Mehrzahl der deutschen Unionsabgeordneten im Europäischen Parlament. Was über der Kritik an dieser Parlamentsentscheidung beinahe untergegangen ist, ist die Tatsache, dass ja auch im Ministerrat über eine Änderung der entsprechenden EU-Richtlinie hätte befunden werden müssen. Die Mehrheit im Rat wäre ohne die Zustimmung der deutschen Bundesregierung schwerlich zu organisieren gewesen. Weil sich Herr Wirtschaftsminister Rösler, ein entschiedener Gegner des Backloading, und Umweltminister Altmaier, der den Plan befürwortete, jedoch nicht auf einen gemeinsamen Standpunkt einigen konnten und ein Machtwort der Kanzlerin ausgeblieben ist, hat die Bundesregierung im Rat jedoch niemals Stellung bezogen bzw. sich der Stimme enthalten. Das nennt man in Brüssel dann German Vote. Das kommt nämlich öfter als einmal vor und ist öfter als einmal vorgekommen, dass aufgrund von Abstimmungsproblemen in der Bundesregierung man sich im Rat der Stimme enthält, was letztlich so viel wie eine Nein-Stimme ist. Im Endeffekt ist der Preis nach der Entscheidung des Europäischen Parlaments noch einmal und nun auf unter 3 Euro gefallen. Es sollte unserem Wirtschaftsminister vielleicht doch zu denken geben, wer zu den schärfsten Kritikern dieses Desasters gehört. Es ist der E.ON-Chef Johannes Theisen,
der gemeinsam mit seinen Kollegen unter anderem von Shell, von Puma, Alstom, NBW und der Otto-Gruppe eine Deklaration veröffentlicht hat, in welcher der Erhalt der Funktionsfähigkeit des Emissionshandelssystems gefordert wurde. Dass es den Unterzeichnern dabei darum ging, dass die Bundesregierung für Investitionssicherheit in die erneuerbaren Energien sorgen möge, ist dabei, denke ich zumindest, sicher nichts Ehrenrühriges. Was hat nun all dies mit unserem Thema der deutschen Energiewende zu tun? Ganz einfach. Nur ein funktionierender Zertifikatehandel hätte Investitionen in die zugegebenermaßen teuren, aber dringend genötigten Gaskraftwerke gegenüber den zum Teil sogar längst abgeschriebenen Kohlekraftwerken ökonomisch attraktiv machen können. Außerdem hätte in der gerade angelaufenen Handelsperiode ein Teil der Zertifikate vom Staat versteigert werden sollen. Einnahmen von insgesamt 1,4 Milliarden Euro, auch nicht gerade Kleingeld, 1,4 Milliarden Euro waren für den Bundeshaushalt eingeplant. Sie sollten dem sogenannten Klimaschutzfonds zugutekommen, mit dem die Bundesregierung die Energiewende flankieren wollte. Diese 1,4 Milliarden Euro fehlen nun. Und mit der Benennung dieser Haushaltslücke sind wir wieder in Deutschland angekommen. Fünftens. Noch ein Schwachpunkt der Förderung erneuerbarer Energien muss angesprochen werden. Das Erneuerbare Energiengesetz, das lässt sich aus ökonomischer Sicht nicht leugnen, hat für drastische Fehlallokationen gesorgt, weil es nicht zwischen den verschiedenen Energiequellen unterscheidet. Die garantierten Abnahmepreise erwiesen sich nämlich gerade auch für private Haushalte als so attraktiv, dass, wie wir wissen, immer mehr Wohnhäuser mit Photovoltaikanlagen ausgerüstet wurden und auch viele Bauern sich entschieden haben, auf ihren Äckern teilweise keine Feldfrüchte mehr anzubauen und stattdessen Solarfelder zu installieren. Was aus umweltpolitischer Sicht gewiss erfreulich klingt, erwies sich allerdings als ökonomisch widersinnig. Die Sonnenenergie trägt nämlich nur zu etwas weniger als 5% zur deutschen Stromerzeugung bei und sorgt damit immerhin für etwa 20% des derzeit produzierten Ökostroms. Das sehen Sie hier. Aber rund 55 aller Ökostromsubventionen, knapp 7 Milliarden Euro jährlich, entfallen auf ihre Förderung. Die Photovoltaik haben Sie hier. Und hier ist der Gesamtanteil der Bruttostromerzeugung abgezeichnet. Und wenn wir bei 22% insgesamt sind, hier bei 4,6%, dann kommen wir darüber raus, was ich gerade benannt habe. Also knapp 7 Milliarden Euro jährlich entfallen auf die Förderung. Die Politik hat dieses Problem erkannt. Für die Zukunft wurde festgelegt, dass der Solarstrom nur noch bis zu einer landesweit bestimmten Höchstmenge gefördert wird. Und die Fördersätze würden für die Zukunft reduziert. Das ändert aber nichts an der 20-jährigen Abnahme- und Preisgarantie für die bisher installierten Anlagen. Nun hört man aus der Branche Klagen, dass sich die Neuinstallation von Photovoltaikanlagen nunmehr kaum noch lohnen würde. Ich kann das nicht beurteilen, aber ich frage mich dann doch, ob man nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet hat, ob man die Subventionen für die Photovoltaik nicht doch vielleicht sogar zu drastisch gekürzt hat, aber da enthalte ich mich eines Urteils. Zugeben, und jetzt bin ich bei Punkt 6, zugeben wird man aber wohl schon müssen, dass die bislang praktizierte massive Förderung von Solarstrom massive Kosten verursacht, deren Nutzen aus volkswirtschaftlicher Sicht zweifelhaft erscheint. Wichtig für den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien, der durch den Atomausstieg ja zwingend nötig ist, ist natürlich auch die Windenergie. Die Voraussetzungen, kein Geheimnis, sind dafür am besten, am günstigsten im Norden Deutschland, an den Küsten von Nord- und Ostsee. Weil vermieden werden soll, dass die geplante Errichtung großer Windparks die Landschaft zerstört, setzt man darauf, vor allem Offshore-Anlagen auf hoher See zu errichten. Aber auch damit sind gravierende Probleme verbunden. Es hat sich nämlich gezeigt, dass es zwar trotz technischer Schwierigkeiten und hoher Kosten durchaus gelingt, derartige Anlagen zu errichten. Was sich aber als höchst problematisch erwiesen hat, ist die Anbindung dieser Anlagen an das Stromnetz auf dem Festland. Die aber müssen die Netzbetreiber gewährleisten, denn das Erneuerbare Energiengesetz verpflichtet sie ja auch zur Abnahme des offshore produzierten Ökostroms. Deshalb hat die Bundesregierung bei der Reform des Energiewirtschaftsgesetzes durchgesetzt,
dass die Netzbetreiber den Eigentümern betriebsbereiter Offshore-Anlagen eine Entschädigung bezahlen müssen, wenn deren Anbindung an das Stromnetz nicht rechtzeitig erfolgt oder länger gestört ist. Die Netzbetreiber scheuten natürlich das ökonomische Risiko, das damit verbunden ist. Deshalb wurde ihnen zugestanden, dass sie die Kosten derartiger Entschädigungen abhängig vom Verschuldungsgrad durch eine Umlage auf die Stromkunden abwälzen dürfen. In der Konsequenz wird der Strompreis für die Endabnehmer noch einmal steigen. Siebtens, ich bin beim letzten Problem der Energiewende. Wir wissen, dass die Energiewende nur durch massiven Einsatz der Windkraft gelingen kann. Wir wissen, dass der Windstrom vor allem, nicht ausschließlich, aber vor allem im Norden Deutschlands produziert werden muss. Bekannt ist zudem, dass dieser Strom vor allem im Süden Deutschlands benötigt wird, denn dort wurden die meisten Kernkraftwerke abgeschaltet. Das Problem an diesem Sachverhalt ist bekannt. Es besteht darin, dass die vorhandene Netzkapazität in Deutschland schon heute kaum ausreicht, den im Norden produzierten Windstrom nach Süden zu transportieren. Mit dem geplanten weiteren Ausbau der Windparks an den Küsten wird sich dieses Problem dramatisch verschärfen. Deshalb erleben wir seit einigen Monaten eine intensive öffentliche Debatte über die Frage, wie es gelingen kann, die erforderlichen Stromterrassen rechtzeitig zu errichten. Nach den Angaben der Netzbetreiber geht es dabei um 4.900 Kilometer an neuen Trassen, die in den nächsten 10 Jahren gebaut werden müssen. Zusammen mit der Modernisierung von 5.800 Kilometern an alten Trassen kommen auf die Stromverbraucher wahrscheinlich noch einmal Kosten von insgesamt 20 Milliarden Euro zu. Es ist aber nicht nur der erneute Preisschub für den Strom, der die Gemüter bewegt. Mindestens ebenso kritisch wird gesehen, dass mit massivem Widerstand von Bürgerinitiativen und Naturschutzverbänden gegen die Errichtung neuer Höchstspannungsleitungen zu rechnen ist. Dieser Widerstand, der sich bereits jetzt formiert, das kann man in der Presse lesen, wird dem NIMBY-Prinzip, Not in my Backyard, folgen. Früher haben wir dazu gesagt, St. Florians-Prinzip, ne? Ich verschone mein Haus zu und andere an. Vielerorts wird es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kommen, wenn die ersten konkreten Bauvorhaben zur Realisierung anstehen. Es ist absehbar, dass dies für Verzögerungen im Zeitplan sorgen wird, womit sich automatisch nicht noch einmal höhere Kosten verbinden werden, sondern auch die Versorgungssicherheit gefährdet sein könnte. Ich komme zum dritten Teil meines Vortrags, will Ihre Geduld ja nicht zu lang strapazieren. Verdient das gesamte Szenario nun das Prädikat Nachhaltigkeit? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir uns natürlich zunächst vergewissern, was wir unter dem mittlerweile beinahe schon allgegenwärtigen Schlagwort verstehen wollen. Ich zitiere mal den 2001 von der Bundesregierung installierten Rat für nachhaltige Entwicklung. Können Sie hier mitlesen. Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften bedeutet also, wir müssen unseren Kindern und Enkelkindern ein intaktes, ökologisches, soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht zu haben. Zitat Ende. Es gibt eine Kritik an diesem Drei-Säulen-Konzept, die ist mir bekannt. Diese Kritik läuft darauf hinaus, dass die Umweltaspekte nicht gleichrangig neben die sozialen und ökonomischen Gesichtspunkte gestellt werden dürften, sondern privilegiert oder priorisiert werden müssten. Warum? Weil eine intakte Umwelt eben die Basis für jegliche andere menschliche Aktivität darstelle. Im Grundsatz ist das natürlich richtig. Täuscht in seiner Radikalität aber über das Wesen von Politik in demokratisch-pluralistischen Systemen, in denen es immer um einen Ausgleich partiell eben auch gegenläufiger Interessen geht, hinweg. Deshalb hat sich auch beispielsweise die Ethikkommission Sichere Energieversorgung, von der habe ich schon berichtet, die nach Fukushima eingesetzt wurde, um die verantwortungsethischen Entscheidungsgrundlagen der künftigen Energiepolitik zu klären, auf die drei Säulen der Nachhaltigkeit berufen. Meine letzte Referenz dazu: An der Universität Lüneburg gibt es ein Institut für Umweltkommunikation, das seine Aufgabe ebenfalls unter impliziter Bezugnahme auf das Drei-Säulen-Konzept der Nachhaltigkeit definiert. Es versucht, mit seinen Forschungsprojekten eine Antwort auf folgende Leitfrage näher zu kommen. Wie lassen sich Gesellschaft und Wirtschaft vorausschauend gestalten
und gleichzeitig die natürlichen Lebensgrundlagen stabilisieren. Und weiter heißt es in der Selbstdarstellung dieses Instituts, Zitat, die Kooptimierung ökonomischer, sozialer und ökologischer Entwicklungen ist die Kernfrage einer nachhaltigen Politik. Zitat Ende. Diese Frage lasse sich nur beantworten, wenn die Institutionalisierung und Implementation von Nachhaltigkeit als Querschnittsthema verstanden würde. Ich pflichte dem ausdrücklich bei. Im Rückgriff auf eine von den Lüneburger Kollegen durchgeführte Studie, hier der offizielle Titel, Studie zum Stellenwert der Nachhaltigkeit im politischen Tagesgeschäft Deutschlands, werde ich abschließend noch kurz diskutieren, inwieweit der Verankerung der Querschnittsphilosophie in der Praxis wirklich entsprochen wird. Zuvor jedoch gebe ich noch, ich habe es versprochen, eine kurze Einschätzung, inwieweit denn nun der Atomausstieg und Energiewende beim derzeitigen Stand der Dinge mit dem Prädikat Nachhaltigkeit versehen werden können. In Bezug auf den Atomausstieg fällt mir das Urteil leicht. Ich schließe mich umstandslos dem Urteil der Ethikkommission an und ich zitiere, der Ausstieg ist nötig und wird empfohlen, um Risiken, die von der Kernkraft in Deutschland ausgehen, in Zukunft auszuschließen. Um dem Urteil, ist immer noch Zitat aus dem Kommissionsbericht, um dem Urteil der Ethikkommission zuzustimmen, muss man nicht prinzipieller Gegner der Kernenergie sein. Es reicht, wenn man die einhellige Meinung der Ethikkommission teilt, dass in Deutschland die Möglichkeit besteht, die Kernenergie durch risikoärmere Technologien ökologisch, wirtschaftlich und sozial verträglich zu ersetzen. Zitat Ende. Damit habe ich überhaupt kein Problem. Wie steht es aber nun um die Folgen dieses Beschlusses, die Energiewende also? Ich erinnere an das Diktum aus Lüneburg, in dem die Kooptimierung ökonomischer, sozialer und ökologischer Entwicklungen mittels einer vorausschauenden Gestaltung gefordert wird. Zu fragen ist also, inwieweit wir es bei der Einleitung der Energiewende mit dem Versuch zu tun gehabt haben, wirtschaftliche, soziale und Umweltgesichtspunkte vorausschauend so weit wie möglich in Einklang zu bringen. Und wie steht es diesbezüglich um die Versuche der Folgenkontrolle bzw. der Fehlerkorrektur? Die Energiewende, das hat Umweltminister Altmaier unlängst angesichts des Problemberges, vor dem er steht, wörtlich gesagt, sei sicher, Zitat, nicht Ergebnis einer cleveren Strategie gewesen. Das vorläufige Ergebnis habe ich Ihnen in Form der Diskussion meiner 7 Problempunkte bereits präsentiert. Ich kann Herrn Altmaier nur zustimmen. Die Energiewende zeigt Folgewirkungen, die so nicht intendiert waren und die ganz offenbar nur schwer zu korrigieren sind. Von einer Kooptimierung der mehrfach angeführten Zieltrias sind wir ganz offensichtlich noch weit entfernt, was nicht heißen soll, dass sie nicht grundsätzlich möglich sei. Was sind die Gründe für die derzeitigen Probleme? Wir finden sie eben in dem Umstand, dass die Grundvoraussetzung nachhaltiger Politik, nämlich ihr Querschnittscharakter, weitgehend ignoriert wird. Konkret heißt das, dass ich die mangelnde Koordinierung der betroffenen Fachpolitiken beklage. Und damit komme ich zum abschließenden Teil meines Vortrags. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Kompetenzverteilung innerhalb der Bundesregierung. Machen wir die Gesichter dazu, so sind sie alle. Die zentrale Konfliktlinie verläuft hier ohne Zweifel zwischen Wirtschafts- und Umweltministerium. Da oben sind sie, die beiden, ne? Dieser Ressortkonflikt, das dürfen Sie mir glauben, hat sozusagen Tradition. Das heißt, er besteht seit Gründung des Umweltministeriums im Juni des Jahres 1986. Und zwar weitgehend unabhängig von der jeweiligen parteipolitischen Zusammensetzung der jeweiligen Koalitionsregierung und den persönlichen Konstellationen innerhalb derselben. Welche Bedeutung diesem Konflikt zukommt, können Sie exemplarisch sehr gut an der Auseinandersetzung über die Positionierung der Bundesregierung in Bezug auf den Emissionshandel erkennen. Hochrangige Beamte im BMU, dem Bundesumweltministerium, hatten seit jeher gefordert, dem Umweltminister die Zuständigkeit für die Energiepolitik zuzusprechen. Wohl wissend, dass dies ein utopisches Postulat war und bleiben würde.
dass dem BMU bei Antritt der zweiten rot-grünen Bundesregierung immerhin die Zuständigkeit für die erneuerbaren Energien zugesprochen wurde, da sind sie noch heute, die vorher beim Wirtschaftsminister lagen, mag man aus umweltpolitischer Sicht gern als Erfolg verbuchen. Am Abstimmungsbedarf mit den anderen Ministerien und den Blockademöglichkeiten des Wirtschaftsministeriums, wir haben das gesehen, hat das jedoch wenig geändert. Auch die sonstigen institutionellen Arrangements, die man auf Bundesebene zur Förderung der Nachhaltigkeit im Laufe der vergangenen Jahre sich hat einfallen lassen, erfüllen die Erwartungen allenfalls bedingt. Eben das zeigen auch die Ergebnisse der eben bereits erwähnten Studie der Universität Lüneburg, die im Auftrag des WWF, diesem Umweltschutzverband, dem wörtlich Stellenwert der Nachhaltigkeit im politischen Tagesgeschäft Deutschlands nachging. Auf der Basis von Interviews mit Ministerialbeamten in allen Bundesministerien und mit Abgeordneten und Referenten in allen Bundestagsfraktionen wurde ein insgesamt doch recht ernüchterndes Bild ermittelt. Zwar gäbe es durchaus organisatorische und instrumentelle Ansätze, die in die richtige Richtung wiesen, so sagen die Kollegen aus Lüneburg in ihrem Forschungsbericht, wie etwa den Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und den Rat für nachhaltige Entwicklung. Aber festzustellen sei eben auch, nun zitiere ich, die eingeschränkte Bedeutung der eigens geschaffenen Institutionen, die mangelnde Verankerung des Themas im politischen und administrativen Tagesgeschäft, die oft einseitige Zuordnung von Nachhaltigkeit zum Umweltbereich und die in der Mehrzahl der Bundesministerien, in den Bundestagsfraktionen ähnliche, aber tendenziell weniger negativ, verbreitete Vorstellung, nach der sich jedes Ressort lediglich um seinen eigenen Fachbereich kümmern müsse, damit sich Gesamtnachhaltigkeit einstellt. Zitat Ende. Die Folgerungen, die die Autoren dieser Studie daraus ziehen, sind nicht unbedingt neu. Ihre wahrscheinlich wichtigste Handlungsempfehlung, noch ein Zitat, Nachhaltigkeit ernsthaft politisch zu adressieren, erfordert die Kombination und Zusammenarbeit unterschiedlicher Sachgebiete. Dafür müssen Politikfelder übergreifende, institutionelle Strukturen geschaffen werden, in Form der Zusammenlegung von Kompetenzen unterschiedlicher Häuser, Ministerien ist damit gemeint. Zitat Ende. Das kommt dem Kenner bekannt vor. Um die Probleme bei der Energiewende in den Griff zu bekommen, wurde in jüngerer Vergangenheit nämlich schon häufiger gefordert, vielleicht haben Sie es gelesen, die entsprechenden Kompetenzen in einem neu zu schaffenden Energieministerium zu bündeln. Die nach der Bundestagswahl im Herbst dieses Jahres anstehende Regierungsbildung wird zeigen, wie es um die Realisierungschancen dieses Reformvorschlages steht. Keine Frage, ein Energieministerium würde den interministeriellen Koordinationsbedarf mit Sicherheit minimieren. Wie viel damit aber im Endeffekt wirklich gewonnen wäre, hängt natürlich vom politischen Willen und der Verankerung der Nachhaltigkeitsphilosophie bei den künftigen Koalitionären und nicht zuletzt auch bei ihrem künftigen Regierungschef ab. Auch ein Energieministerium könnte natürlich von den anderen Ressorts und insbesondere vom Kanzleramt im Zweifelsfall, verzeihen Sie mir den Karlauer, nachhaltig blockiert werden. Und das wissen auch meine Lüneburger Kollegen. An die erste Stelle ihrer Handlungsempfehlungen haben sie deshalb den Appell gestellt, Nachhaltigkeit ist Chefsache. Hoffen wir, dass sie in Berlin vielleicht doch noch gehört werden, wer immer auch der neue Regierungschef sein mag. Vielen Dank für Ihr Interesse.